Heute bei Einfach Genial. Groß auf der Straße und klein im Gepäckfach. Der faltbare E-Roller. Messen und gleichzeitig markieren. So bekommt der Heimwerker alles gerade an die Wand. Und leicht, sparsam und leise. Henriette hebt ab mit innovativer Flugtechnik aus Thüringen. Geisleden im Eichsfeld. Der kleine thüringische Ort zählt kaum 1000 Einwohner. Aber ein Familienunternehmen ist hier angetreten, Luftfahrtgeschichte zu schreiben. In den Hallen am Dorfrand wird ein Ultraleichthelikopter gebaut. Aus Carbonfasern und mit einer speziellen Antriebstechnologie. Henriette wird heute von hier aus abheben. Aber zuvor ist sie mit der Chefin des Betriebs verabredet. Anja Ernst hat gemeinsam mit ihrem Vater diesen Hubschrauber entwickelt und auf den Markt gebracht. Der ist ja viel kleiner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Aber wie du den hier so rausschiebst, ist der nicht schwer? Nein, das ist ja ein Ultraleichthubschrauber. Der hat ein Leergewicht von ca. 280 Kilogramm. Der Helikopter heißt COAX 2D und ist der erste Ultraleichthubschrauber, der in Deutschland fliegen darf. Die Thüringer bekamen dafür den Innovationspreis der deutschen Luftfahrt. Wo soll der oder wird der denn eingesetzt? Für welche Zwecke? Na, hier in Deutschland wird er eingesetzt für die Privatpiloten. Und im Ausland, zum Beispiel in den USA oder China, natürlich auch für Notarzttransporte, Luftüberwachung. Hierzulande nutzen Polizei und andere Einsatzkräfte Hubschrauber größerer Bauart. Sie haben etwa das zehnfache Gewicht des Ultraleichthelikopters. Demzufolge auch einen hohen Treibstoffverbrauch. Gerade für Überwachungsflüge wäre der Einsatz eines Ultraleichthelikopters wesentlich günstiger. Der Verbrauch des Thüringers ist nur ein Drittel so hoch wie der der Großen, bei einer Reichweite von 400 Kilometern. Möglich ist das unter anderem durch seine besondere Bauweise. Was es damit auf sich hat, zeigen wir gleich. Auf den ersten Blick sieht dieser Elektroscooter aus wie die vielen Mietroller, die man in Großstädten überall auf den Straßen sieht. Doch der hier ist etwas Besonderes. Das ist mein Scooter, meine Erfindung, der kleinste und leichteste Scooter der Welt. Gibt's nur bei mir. Klaus Pavel hat einen Roller entwickelt, der nicht nur leicht ist, weil er aus Carbon gebaut ist, sondern den man auch einfach zusammenfalten kann. Der Aachener ist mit 86 Jahren noch als Unternehmer und neuerdings als Erfinder aktiv. Mit dem Ingenieur Sebastian Sobetzko-Klein hat er seine Roller-Idee umgesetzt. Ich habe immer diese Roller gesehen und gedacht, warum eigentlich diese riesen Dinger immer und wahnsinnig schwer. Heben kann man sie kaum, wenn man älter ist sowieso schon nicht mehr. Also lass dir mal was einfallen, wie man das kompakter machen kann. Wie schnell und leicht der Roller aufgebaut werden kann, zeigt uns Sebastian. Als erstes klappt er den Lenker hoch. Und dann kommt ein bisschen die Mechanik aufzuklappen und das vielleicht erst die Mitte zuzumachen und dann das versteckte Scharnier unten drunter zu schließen. Und man macht den Lenker zusammen und dann ist nur noch das letzte Teil, was noch nicht offen ist, der höheneinstellbare Lenker, den kann man dann auf die Höhe, wie man gerne fährt, einstellen und losfahren. 30 Sekunden ist normal, wenn ich mich beeile, vielleicht schneller. Damit das Falten funktioniert, mussten die Tüftler Technik und Elektrik so verbauen, dass beim Zusammen- und Auseinanderfalten nichts im Wege ist. Besonders knifflig war das beim Trittbrett. Darunter sitzt nämlich bei normalen E-Rollern der große Akku. Ihrer Erfindung haben sie vier kleine Akkus verpasst, in der Animation blau dargestellt. Die sind im vorderen Teil des Trittbretts verbaut. Nach 3 Jahren Tüftelarbeit hat der faltbare Scooter laut Erfinder die gleichen Fahreigenschaften wie ein herkömmlicher E-Roller.
Wie die meisten anderen Modelle erreicht auch er bis zu 20 km/h. Er hat eine elektronische Bremse vorne und eine Scheibenbremse hinten. Mit vollen Akkus kommt man damit zwischen 50 und 60 Kilometer weit. Und man kann die Erfindung wirklich überall hin mitnehmen, auch wenn es mal eng wird. Er stört einfach nicht. Ne? Man ist kleiner, als man Platz braucht für die Beine. Einfach dazwischen genommen, ganz, ganz einfach transportiert. Für mich nie ein Problem, irgendwo mit hinzunehmen, egal ob die Bahn voll ist oder klein ist. Der beste Diebstahlschutz ist einfach ihn bei sich zu haben. Man kann ihn überall hin mitnehmen. Ich nehme ihn mit ins Restaurant, stelle ihn einfach unter den Tisch zwischen meinen Stuhlbeinen. Ich nehme ihn mit ins Geschäft, lege ihn einfach vorne in den Einkaufswagen. Muss ihn nicht abschließen, braucht kein Schloss. Noch wissen die Erfinder nicht, was potenzielle Kunden oder Händler von ihrer Idee halten. Deshalb sind sie heute bei Frank Schüttler. Der hat in Köln einen Laden mit E-Bikes und Rollern. Im ersten Blick würde ich jetzt erstmal denken, dass er schwerer ist. Ja, also im Grunde genommen würde man sagen, gerade die kleinen kompakten Sachen wirken schwerer. Tatsächlich aber machen die Bauteile aus Carbonfasern die Erfindung zu einem Leichtgewicht von etwa 11,5 Kilogramm. Der Standardscooter, die der Händler anbietet, liegen bei 18,5. Noch klarer ist der Unterschied natürlich beim Packmaß. Selbst mit eingeklappter Lenkstange ist das herkömmliche Modell 1,15 Meter lang und 53 cm hoch. Der Klappscooter misst 55 mal 20 mal 40 cm. Ganz bewusst haben sich die Erfinder an den Maßen für Handgepäckkoffer bei Flugreisen orientiert. Als nächstes soll eine Probefahrt den Experten überzeugen. So, jetzt heiz ich mal vorbei. Achtung, Platz, Platz, Platz. Jetzt gehen wir mal hier lang. So. So, beim Bremsen immer ein bisschen nach hinten, ne? Genau. Bremst noch ein bisschen stark, ja. Aber ich denke mal, auch das ist erstmal eine Einstellsache. Noch ist der faltbare Roller ein Prototyp. Die Erfinder wollen ihn für 3.000 Euro auf den Markt bringen. Hat dieser Roller eine Chance im Verkauf? Ehrliche Meinung? Ja. Tue ich mir gerade sehr schwer. Man hat so Steps bis 500 Euro, bis 1.000 Euro, bis 1.500 Euro. Und alles, was drüber wird, wird sehr, sehr schwer im Scooterbereich. Leute, die einen Bus, einen Campingbus, die so Touren machen, die wirklich auf Stauraum angewiesen sind, die freuen sich natürlich, je kleiner man es zusammenfalten kann. Für die könnte es wiederum interessant sein. Aber ich glaube, Sie haben genau unseren Kundenkreis erkannt. Also der Kundenkreis ist nicht der Standard-Scooterfahrer, der den einfach zu Hause stehen hat. Das ist der Scooter für den, der die Spezialanwendung braucht. Die Erfinder wissen jetzt, der Roller ist wohl noch zu teuer. Sie hoffen nun, dass sie ihn preiswerter anbieten können, wenn sie entsprechende Stückzahlen produzieren. Henriette wird gleich mit dem ultraleichten Helikopter in die Luft gehen, der im thüringischen Geisleden entwickelt und gebaut wird. Er hat einige Besonderheiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen hat er am Heck ein Lenkruder, wie ein Flugzeug. Am auffälligsten aber ist der zweistöckige Hauptrotor auf dem Dach. Dahinter steckt eine spezielle Antriebstechnik. Das Besondere daran ist das Koaxialsystem, was zwei Rotorebenen hat, die sich gegenläufig drehen. Wie dieses sogenannte Koaxialsystem und der fehlende Heckrotor die Flugeigenschaften des Hubschraubers beeinflussen, will Henriette in der Luft herausfinden. Guido Platzer ist heute ihr Pilot. Hallo. Hallo. Zack. Ich freue mich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ist normal, ne? Das darfst du sein, aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Nee, ne? Guido arbeitet außerdem als Vertriebsleiter bei dem Familienunternehmen in Geisleben. Helikopter bin ich noch nie geflogen in meinem ganzen Leben. Wie viele Flugstunden hast du schon gemacht mit dem hier? Mit dem hier sind so circa 5
500. Ich dachte jetzt, du sagst 5. 500 klingt natürlich gut. Bevor die beiden hier gleich abheben, zeigen wir ihnen eine andere Erfindung. Viele Erfinder haben irgendwann in der Garage begonnen. Auch Stefan Kolitsch aus Döbeln hat hier seine Idee umgesetzt. Eine Erfindung, die Heimwerkern helfen soll. Sie ermöglicht das Messen und Anzeichnen in einem Arbeitsschritt. Mit Markierstiften, die man an einer Wasserwaage anbringen kann. Als er in sein frisch renoviertes Eigenheim zog, stieß er nämlich beim Aufhängen eines Bildes auf ein Problem. Ich stand alleine da, ich wollte jetzt keinen zusätzlichen Höhlen. Ich habe mir gedacht, das Bild kriege ich schon alleine dran gehangen, da brauche ich jetzt keine zusätzliche Hand, ist ja ganz einfach. Und dann ist mir natürlich die Wasserwaage mal abgerutscht. Ja? Oder ich habe den Handrücken mitgezeichnet. Dann macht ja jeder Schmacher, jeder Kratzer, tut einem ja dann im Herzen weh. Und da kam die Idee zum Stift für die Wasserwaage. Seitdem tüftelt Stefan an seiner Markierungshilfe. Bevor er die ersten Modelle konstruierte und am eigenen 3D-Drucker entstehen ließ, musste er sich erst mal überlegen, wie sein Hilfsmittel überhaupt aussehen könnte. Hab dann Tape genommen, hab das ein bisschen zusammengeklebt zu einer Form eines Stempels, den man dann so drauf machen kann, nur um einfach die Vorstellung zu haben, so könnte es gehen. Hab angefangen zu konstruieren, hab experimentiert, auch vieles mehr so nach dem System Try and Error. Also ein 4 mm Bolzen passt halt nicht durch ein 4 mm Loch. Schon kleine Konstruktionsfehler kosten beim 3D-Druck viel Zeit. Wenn man mal bedenkt, dass so ein Teil 10 Stunden dauert, schmeißt man es einfach weg und druckt dann 10 Stunden ein neues Teil aus. 10 Prototypen baut er bis zur finalen Konstruktion. Heute ist die Erfindung patentiert und fast produktionsreif. Die Markierhilfe wird an der Wasserwaage befestigt. Damit kann man dann ohne Hilfe Bohrlöcher für Bilder, Wandboards, alles was mehr als eine Aufhängung benötigt, abmessen und markieren. Stefan demonstriert das an dieser Garderobe. Im Abstand der Bohrlöcher fixiert er seine Erfindung an der Waage. Um millimetergenau arbeiten zu können, hat er dafür Markierungen an den Stiften angebracht. Ist das gut vorbereitet, sollte jetzt alles schnell und einfach gehen. Richte meine Libelle aus, halte die Wasserwaage die ganze Zeit in beiden Händen und kann jetzt mit dem Finger ganz einfach markieren. Stefan muss somit keine Striche mehr an der Wand machen und braucht keine Hilfe. Wenn er die Libelle der Wasserwaage richtig ausgerichtet hat, bekommt er seine Garderobe gerade an die Wand. Also hier muss es natürlich passen, haargenau, bei verdeckten Löchern. Zack. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob es gerade hängt. Wir auch. Super, passt. Stefan will noch einiges an seiner Erfindung verfeinern. Da gucken wir auch, ob wir vielleicht andere Materialien einsetzen können als jetzt Plastik. Der Erfinder hofft, bald mit der Serienproduktion starten zu können. Weil ihm noch das nötige Startkapital fehlt, will Stefan Kolitsch jetzt im Internet über eine Crowdfunding-Kampagne Geld einsammeln. Henriette hebt ab zu einem Flug mit dem Ultraleichthubschrauber, der hier im Eichsfeld entwickelt und gebaut wird. Hauen jetzt einfach mal ab, oder? Wir haben jetzt so lange gewartet. Oh Gott. Ist alles gut? Das ist ja voll krass. Von anderen Hubschraubern unterscheidet sich dieser durch seinen Koaxialantrieb, also die zwei Hauptrotoren, die sich gegenläufig drehen. Dadurch heben sich die Drehmomente beider Rotoren auf. Das erhöht Antriebsleistung, Nutzlast und Reichweite des Fluggerätes. Das Prinzip ist nicht neu. Doch die Thüringer haben es erstmals auf einen so leichten Helikopter übertragen. Mal insgesamt erscheint
mir der Hubschrauber relativ leise zu sein. Das ist auch so, ne? Ja, ja. Er ist auch leiser, weil er eben keinen Heckrotor hat. Die meisten Hubschrauber empfinden wir als laut, weil die mit dem Heckrotor die Luft schneiden und das erzeugt quasi den Lärm. Ah, okay. Der Ultraleicht-Heli ist aber nicht nur leiser und wendiger als herkömmliche Hubschrauber. Der Koax gibt mir nochmal das Gefühl an Sicherheit, weil eben hinten kein Heckrotor ist, der ausfallen kann, der wegbrechen kann. Da musst du halt Angst haben, wenn der ausfällt, beginnt sich der Heli sofort um die eigene Achse zu drehen. Und ja, das ist halt schwer, dann wieder aus der Nummer rauszukommen, sicher. Während Henriette weiter den Flug genießt, und jetzt sieht man mal, wie schön Mitteldeutschland von oben ist. Das ist ja Wahnsinn. Werfen wir einen Blick in die Produktionshallen, wo Anke Ernst und ihr Team die Ultraleicht-Helikopter bauen. Bevor ihr Vater auf die Idee kam, ein Fluggerät zu konstruieren, hat der Betrieb ausschließlich Maschinen für die Industrie hergestellt. Die Thüringer mussten sich in vielen Dingen umstellen. Maschinenbau ist doch ein bisschen was anderes wie Hubschrauberbau bzw. Ultraleicht-Hubschrauberbau. Und daher sind wir schon an einige unserer Grenzen gestoßen, haben halt viele externe Partner wie Universitäten mit ins Boot geholt, die uns bei dieser Entwicklung geholfen haben. Eine Besonderheit des Hubschraubers ist das geringe Gewicht. Damit die 280 Kilogramm nicht überschritten werden, muss jedes Bauteil auf die Anforderungen angepasst werden. Man muss halt überall optimieren, an der Kabine, am Rotorsystem, am Landegestell. Man muss jedes kleine Bauteil angucken und muss gucken, dass man Gewicht spart. Es muss natürlich trotzdem noch sicher sein. Um das zu erreichen, fertigen sie die Elemente wie den Rumpf, den Heckausleger, das Landegestell und sogar die Rotorblätter aus Carbon. Das ist auch eine eigene Entwicklung von uns, weil es keine Rotorblätter auf dem Markt gibt, die für einen Ultraleichthubschrauber unserer Größe passen würden, haben wir uns natürlich daran gewagt. Und eigene Verfahren entwickelt. Um die Bauteile zu formen, schneiden die Mitarbeiter Matten aus Carbonfasern zu, die mit einem Harz getränkt sind. Dann werden sie in mehreren Lagen aufgebracht und ausgehärtet. Alle Teile müssen bei uns von Hand gefertigt werden, von Hand gelegt werden. Es ist alles reines Handarbeit, es geht hier nichts maschinell. 10 ultraleichte Hubschrauber baut der Familienbetrieb im Jahr. Gemeinsam mit verschiedenen Forschungseinrichtungen tüfteln die Thüringer bereits an Wasserstoffantrieben für ihre Fluggeräte. Weiter geht's nach einer anderen Erfindung. 3 Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht. 7 den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Was Sehende mit den Augen erfassen, lesen blinde Menschen mit den Fingern. Sie fühlen die Punkterhebungen der Blindenschrift. Damit sie die ertasten können, müssen die Punkte einen Abstand von 2 Millimetern haben. Für einen Roman wie Der Herr der Ringe, der gedruckt in ein einziges Buch passt, bräuchten blinde Menschen deshalb ein ganzes Bücherregal. Einfacher soll es diese Erfindung machen. In die passen weitaus mehr als 15 Bände in Brailleschrift. Es ist ein kleines, kompaktes Gerät, faustgroß, deutlich kompakter als 100 Kilo Papier. Unternehmer Ralf Brey ist literaturbegeistert und schreibt nebenberuflich sogar selbst. In seinem Umfeld erfuhr er, dass der Zugang zum Lesen nicht jedem möglich ist. Einer seiner Mitarbeiter erblindete durch eine Krankheit. Um ihm zu helfen, wurde der 41-Jährige zum Erfinder. Sein Lesegerät ist aufgebaut wie eine Computermaus. Auf einem kleinen Steg für den Finger werden die Buchstaben des E-Books für den Blinden lesbar gemacht. Die Buchstaben und Satzzeichen der Brailleschrift entsprechen den jeweiligen Kombinationen der weißen, ertastbaren Stifte. Durch die langsame Bewegung der Maus wird jede Zeile einzeln abgefahren. Wir sind mit Ralf in Leipzig, im Zentrum für barrierefreies Lesen. Hier werden Bücher und andere Medien für sehbehinderte Menschen produziert und angeboten. Ein Mitarbeiter soll die Erfindung ausprobieren. Erol Sakinsch ist von Geburt an blind. Für einfach genial hat er schon einige Innovationen getestet. Ich freue mich, die neue Erfindung kennenzulernen.
Als Korrekturleser für Braille-Literatur hat er jahrelange Erfahrung. Heute erledigt auch er einen Großteil seiner Arbeit mit moderner Technik. Wenn ich mit dem Computer arbeite, lese ich mit Braillezelle, das ist das Gerät hier. Die benutze ich nur in Verbindung mit einem Computer. Es ist keine portable Zeile. Für unterwegs weicht er auf Hörbücher aus, denn so ein Buch wie dieses ist zu schleppen, ist ein bisschen schwierig. Ob die Erfindung das Lesen für blinde Menschen mobil machen kann? Das Gerät ist noch ein Prototyp. Deshalb muss Ralf es noch mit seinem Laptop verbinden. Später soll das nicht mehr nötig sein. Sie haben praktisch nur noch einen einzigen Braillebuchstaben, auf dem der Finger festliegt. Und statt mit dem Zeigefinger über die vielen Buchstaben zu fahren, bleibt der Zeigefinger eben fest auf diesem einen Display liegen. Und das gesamte Gerät wird bewegt. Erol soll einen Absatz aus dem Herr der Ringe-Roman lesen. Damit das möglich ist, muss das E-Book vorher in Punktschriftformat umgewandelt werden. Elektronische Signale bewegen daraufhin in der Erfindung kleine Bimetallstreifen, die die einzelnen Punkte nach oben drücken. So kann der Tester jetzt Buchstabe für Buchstabe einer Zeile erfüllen. Der Herr, nee. Ja, der. Ah, der Herr der Ringe. Absatz. Drei. Ringe. Denn Elbe. Elbenkönig. Also ich kann eigentlich schneller lesen, aber es ist dann wie ein bisschen neu lesen. Das Problem? Erol kann mit dem Finger nicht wie gewohnt eine Zeile abtasten. Er muss die Erfindung im richtigen Tempo bewegen, um jeden Buchstaben einzeln entstehen zu lassen und zu fühlen. Das will geübt sein, aber er gibt nicht auf. In ihr, in ihren Hallen, Hallen. Aus, oh, ich werde schneller. Hier lese ich jetzt seit ein paar Minuten. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ein paar Tage oder Monate so lesen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch daran gewöhnen. Ich finde, das ist toll, dass in Zeiten von E-Book-Reader und so Blindschrift sozusagen nicht abgehängt wird, dass jemand sich Gedanken macht. Mit Ralfs Erfindung sollen auch blinde Menschen bald unterwegs ein Buch lesen können. Henriette ist mit Pilot Guido Platzer im Ultraleichthubschrauber aus Thüringen unterwegs. Die Entwicklung von Helikoptern mit Elektroantrieb steckt noch in den Kinderschuhen. Dieser Hubschrauber ist aber ein Schritt auf dem Weg zu einer umweltfreundlicheren Mobilität. Ist das für dich die Zukunft? Also quasi vorstellbar, dass irgendwann alle einen Helikopter haben und einfach mit dem Heli zur Arbeit fliegen? Also im Prinzip ist es tatsächlich so, dass ich die Mobilität in der Luft sehe, weil einfach der Straßenkilometer Autobahn, der kostet einfach zu viel. Und dann kommt halt noch hinzu, dieses Gefühl, hinterm Haus einsteigen zu können und abzuheben. Da bietet sich halt der Heli an. Also wirklich, butterweiche Landung. Tja. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial.